herzliches Willkommen und ein kräftiger Applaus für Ihre lokalen Kandidaten hier in Köln. Conny Wisser, Rainer Duden, Joachim Krämer und Volker Görze. Lieber Reinhard, ich fange mal mit dir an. Wir sind Kollegen im Deutschen Bundestag und du bist unser wirtschaftspolitischer Sprecher. Und du plakatierst hier in Köln Wirtschaft entfesseln. Warum? Also Johannes, ich mache das jetzt wie ein Politiker. Du stellst eine Frage, ich gebe erstmal eine ganz andere Antwort. Also ich finde das hier super am Rudolfplatz. So viele Leute hier, so ein Bombenwetter. Da macht Wahlkampf wirklich Spaß und es lohnt sich auch für die FDP Wahlkampf zu machen. Ich glaube, das eint uns hier alle. Du hast gefragt, Wirtschaft. Ja, wie sollen wir aus der Corona-Krise rauskommen? Ich glaube, wir müssen unseren Unternehmerinnen und Unternehmern die Chance geben, nach der Krise jetzt wieder Gas zu geben, damit wir entsprechend Wohlstand in Deutschland erhalten können. Das heißt, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter genug Geld verdienen und die Unternehmerinnen und Unternehmer genug Steuern zahlen, damit wir die Aufgaben der Zukunft lösen können. Wir halten aber nichts davon, jetzt nach der Bundestagswahl noch oben einen draufzusetzen, denn das wirkt die Entwicklung mit Sicherheit ab. Reinhard Huben. Lieber Joachim, ich mache mit dir mal weiter. Du bist ja von Beruf Lehrer. Das heißt, du weißt wirklich aus der Innensicht, warum unser Was und warum in unserem Bildungssystem etwas besser gemacht werden muss. Jetzt gibt es ja oft die Aussage, ja, Bildung ist ja Landespolitik. Das stimmt ja auch. Warum ist denn Bildung auch eine wichtige Frage, die bei dieser Bundestagswahl zur Abstimmung steht? Ja, also Bildung ist in meinen Augen grundsätzlich erstmal ein Versprechen, was wir an jüngere Generationen machen. Das ist das Mittel, womit ihr was aus eurem Leben machen könnt. Das ist ein Versprechen, was wir geben. Und das müssen wir auch halten. Das heißt, wir müssen in unsere Schulen investieren, damit wir das halten können. Und jetzt weiß ich aus Erfahrung, dass in der Schule die Zeit immer ein bisschen langsamer geht. Also das merke ich vor allem in der sechsten Stunde, aber auch als Lehrer so generell. Das dauert immer ein bisschen, bis da Innovationen ankommen. Jetzt haben wir durch die Corona-Pandemie die Situation, dass wir es geschafft haben, ein Stück weit in der digitalisierten Bildung voranzukommen. Und das, was wir jetzt geschafft haben, was wir auch hier in NRW besonders geschafft haben, das dürfen wir nicht verlieren. Das müssen wir weitermachen. Und damit das gelingt, brauchen unsere Schulen Geld auch von Bundesebene. Und deshalb müssen wir das Kooperationsverbot aufheben und dafür steht die FDP. Ja, da kann man es nicht sagen. Lieber Joachim, vielen Dank. Volker Görzlich, ich mache mit dir weiter und Conny Besser ist der krönende Abschluss gleich. Du plakatierst gerade das Thema Verkehrspolitik hier. Du machst es zum Thema, dass wir innovative Verkehrslösungen brauchen. Hier in Köln muss ich das keinem erklären, außerhalb des Landes vielleicht gar nicht so bewusst, dass Köln ja auch Automobilstandort ist und ist ja auch eines der emotionalen Streitthemen in diesem Wahlkampf. Vielleicht erklärst du uns, was dich besonders umtreibt dabei. Ja, genau. Aber zunächst möchte ich auch sagen, dass ich total gerührt bin, so viele von euch hier zu sehen. Ich komme hier aus der Gegend und bin total überwältigt. Super, dass ihr hier seid. Aber ihr wisst auch, Verkehr ist das große Thema. Wie gestalten wir die Mobilität in den nächsten Jahren und Jahrzehnten? Und hier haben wir eigentlich in Köln die allerbesten Voraussetzungen, denn wir haben hier Hightech-Unternehmen. Köln ist Hauptstadt der Automobilindustrie in Nordrhein-Westfalen. Wir haben hier Hightech-Unternehmen aus der Chemiebranche. Denkt bitte daran, welche Rolle zukünftig Wasserstoff oder Elektromobilität spielt. Wir haben diese Player hier vor Ort und wir bemühen uns nach Kräften mit allen Möglichkeiten, dass wir weitere Player hier nach Köln holen, ins Rheinland holen, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Das ist uns ein Herzensanliegen und das werden wir mit Technologie, das werden wir mit Digitalisierung hinbekommen und daran möchte ich mitwirken und deswegen bitte ich um eure Unterstützung. Vielen Dank. So, und das Quartett der Kölner Direktkandidaten macht komplett Conny Besser. Conny, du hast einen deutschen und einen amerikanischen Pass und das ist ja was wir Freie Demokraten gerne allen Menschen ermöglichen wollen, weil wir für den Doppelpass endlich auch bei der Einbürgerung sind. Du hast ein Thema, was dich besonders umtreibt in diesem Wahlkampf, ist der Neustart der transatlantischen Beziehung, wie du es nennst. Warum? Ja, ich glaube natürlich nicht nur wegen meiner persönlichen Geschichte ist das ganz klar ein Herzensthema für mich, aber ich bin überzeugt, wir werden die Herausforderungen der Zukunft
nur mit starken demokratischen Partnern schaffen. Und welches Land ist da nicht besser geeignet als die Vereinigten Staaten von USA? Wir haben eine tiefe gemeinsame Geschichte, eine tiefe Freundschaft. Und ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um diese Beziehungen zu intensivieren, um ihnen einen Neustart zu geben, um gerade auch einen Blick auf die globalen Herausforderungen und anderen autoritären Regimen der Welt, dort eine enge gemeinsame außenpolitische Strategie zu entwickeln. Deswegen setze ich mich dafür ein, dass wir stärker mit den USA kooperieren, auf allen Ebenen einen transatlantischen Wirtschaftsraum schaffen. Und ich kann nur sagen, die Stimmung ist gut, das Wetter ist gut, also morgen beide Stimmen für die Freiheit. Ich hätte sogar noch eine Nachfrage gehabt, aber nach diesem Schlusswort spare ich sie mir. Ihre vier Direktkandidaten, das Quartett für Köln, Volker, Joachim, Reinhard und Conny, einen kräftigen Applaus. Danke euch.